Mittwochabend Bösinghofen, Ingmar ist bei uns. Ingmar letztendlich unterm Strich 1-2 für Bösinghofen. Wir sind früh in Führung gegangen, kriegen dann 11 Meter, können den leider nicht versenken. Dann kommt der Ausgleich, aber ein sehr, sehr starkes Spiel unserer Mannschaft. Wie hast du das gesehen? Ich brauche gar nichts mehr sagen, Willi. Hast du alles vorweggenommen. Ja, letztendlich ist das Spiel heute auch so ein Spiegelbild unserer ganzen Saison. Ja? Also wir haben viele gute Spiele abgeliefert und dann letztendlich haben wir uns dann nicht belohnt, ja? Wie auch in dem heutigen Spiel. Wir haben richtig stark angefangen, machen auch verdientermaßen das 1-0. Ja, und dann können wir wirklich durch einen guten Zweikampfgewinn vom Lars, wo er den Ball erkämpft hat an der Außenlinie und dann reingespielt hat mit 11 Meter, können wir das 2-0 machen. Ich gehe davon aus, dass das Spiel dann vielleicht oder mit Sicherheit einen ganz anderen Lauf nimmt, weil wir waren wirklich zu dem Zeitpunkt richtig gut drauf und haben den Gegner, ich sag mal, keinen Raum gelassen zum Spielen, gerade hier auch auf dem schwierigen Geläuf. Ja, und dann passiert so oft, ja, dann machst du das Ding nicht. Und dann kriegst du kurz vor der Halbzeit dann noch das 1-1 rein. Und das sind dann halt eigentlich immer Würger sind das. Ne? Wobei wir haben uns zweite Halbzeit natürlich kämpferisch haben wir wirklich sehr stark dagegen gehalten. Klar war, dass Bösinghofen dann den Druck erhöht. Ja, ist völlig normal. Aber dass das Tor dann wieder so passiert, kurz vor Schluss oder in der Nachspielzeit, ist dann halt wirklich ärgerlich und ja, bestimmt für die ganze Saison. Ja. Man muss ja sagen, kurz vor Schluss hatten wir sogar noch einen Pfostenschuss von Malte. Der Schuss ging noch an Pfosten. Hinten rein, ja. Der hätte vielleicht auch reingehen können und dann hätten wir... Ja, hätte. Was sagt man, was kommt da hinterher? Hätte. Genau, ja. Gut, aber sollte nicht so sein. Ja, letztendlich, also für mich ist es immer wichtig, dass die Jungs sich reinhauen. Ja? Dass wir nicht aufgeben. Ja, und bis zum Schluss halt auch den anderen Mannschaften gegenüber fair sind und alles geben. Ich denke mal, das hat man heute gesehen. Ja, also da werden wir uns definitiv nie was nachsagen lassen. Ist aber auch Charakter der Mannschaft. Da mache ich mir auch keine Gedanken. Ja, letztendlich ist es halt schade, dass das Spiel heute so ausgegangen ist. Kleines Wort noch zu den Schiris. Man soll nicht immer die Schiris mauen, aber ich glaube, im Moment sind das nicht so unsere Freunde, sage ich mal. Also manche Entscheidungen haben wir vielleicht andersrum gesehen, oder? Okay, wobei ich bin heute, also die Jungs fanden ja eigentlich ganz gut. Es gibt immer im Spiel 50-50 Entscheidungen. Ja, aber eigentlich war ich mit den dreien heute. Ja. Ja, also ich fand es okay. Ja, auch bei dem Elfmeter, okay, ja. Viele sagen rote Karte. Ich hätte gesagt, es muss keine rote Karte geben, weil der Stürmer von uns nicht mehr großartig, glaube ich, an den Ball gekommen wäre. Also von daher, denke ich mal, ist das eine vertretbare Entscheidung gewesen. Dann gibt es halt immer die eine oder andere 50-50 Entscheidung. Ich fand es letzte Woche schlimmer. Aber wie gesagt, die Jungs haben auch nicht den einfachsten Job. Und ist richtig. Das stimmt schon. Okay, also können wir nur hoffen, Sonntag geht es weiter in Sonsberg. Genau. Greifen wir wieder neu an. Ja. Wir machen wieder weiter. Auf jeden Fall. Alles Danke, Ingmar. Klar.